hier einen UFC-Weltergewichtskampf. Und da ist er auf dem Weg ins Oktagon. Er hat wirklich herausragende Schlagfähigkeiten. Also will er den Kampf unbedingt im Stand absolvieren. Ich habe keinen Zweifel daran, dass der hier heute einiges vom Leder lassen wird. Pascal Kraus kommt jetzt ins Oktagon und macht einen tollen Eindruck. Die Kicktechnik dieses Kämpfers ist herausragend. Man kann seine Kicks als Gegner kaum antizipieren und sie treffen einfach blitzschnell. Da muss man sich eine passende Strategie zurechtlegen, sonst geht man unter. Werfen wir einen Blick auf die Daten der beiden Kämpfer in diesem Weltergewichtsfight. 3 Jahre trennen diese beiden Kämpfer, was das Alter angeht. Und werfen wir auch noch einen kurzen Blick auf Größe und Reichweite. Da sehen wir eine vergleichbare Größe, aber auch eine ziemlich unterschiedliche Reichweite. Die offizielle Vorstellung jetzt mit Bruce Buffer. Ladies and gentlemen, this fight is 3 rounds in the UFC welterweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner, a kickboxer holding a professional record of 13 wins, 7 losses, and 1 draw. He stands 6'3" tall, weighing in at 170 pounds, fighting out of Seoul, South Korea, Hyung-Yoo the Ace Lim. And now introducing his opponent, fighting out of the red corner. This man is a mixed martial artist holding a professional record of 11 wins, 2 losses. He stands 6'1" tall, weighing in at 170 pounds. Pascal Panzer Kraus! And when the action begins, our referee in charge of the Octagon is Mario Yamasaki. Und hier kommt der Schiedsrichter, Mario Yamasaki. So, liebe Zuschauer, los geht es hier im Madison Square Garden in New York City. Treffer, da kommt der Punch. Oh, der Haken kommt durch. Oh, voll auf den Kopf, was für ein Kick. Ja, guter Schlag. Oh, er blockt den Leck. Schöner Haken. Sauberer Jab. Und Kraus. Der rechte Punch, aber kein Treffer. Ja, gute Abwehr gegen den Single Leg Takedown. Ja, schöner Frontkick zum Kopf. Treffer mit dem Punch. Er bringt einen Inside Leg Kick. Er versucht den Single-Leg-Takedown, aber ohne Erfolg. Was für eine Ellbogenserie! Er weicht aus. Die linke kommt nicht guter an. Guter Kick, da ist der Treffer. Na, starke Verteidigung gegen den Clinch. Ist natürlich gefährlich, wie offen er da ist. Und dann kommt auch dieser harte Punch zum Kopf. Klasse Punch, da ist der Treffer. Das macht er gut da auf dem Boden. Kraus ist wieder in der Halfguard. Ja, er hat den Arm. Er ist jetzt in der Halfguard.
Und zurück zur Vollgas. Er geht in die Rechtsauslage. Da kam der Haken. Schöner Kopftreffer. Ja, er wehrt den Single-Leg-Takedown ab. Und wieder kämpft er sich auf die Beine. Gute Idee, aber der Takedown ist weg. Starker Single-Leg-Takedown. Jetzt hat er es in die Full-Mount geschafft. Wow, was für ein Punch zum Kopf. Jetzt ist er in der Mount nach diesem tollen Sweep. Schön, wie er sich hier am Boden bewegt. Er ist wieder in der Vollgas. Er ist jetzt in der Halfguard. Was für ein Strike auf dem Boden. Schöner Sweep da. Schöner Schlag von unten, von Kraus. Schöne Bewegung, die er da auf dem Boden zeigt. Ja, ja. Und auch diesmal kommt er wieder hoch. Schöner Treffer. Ja, ja, und noch ein erfolgreicher Takedown. Er trifft mit der linken. Schön von unten gearbeitet. Was für ein Punch. Er wechselt in die Side Control. Er bewegt sich da gut auf dem Boden. Kraus wechselt wieder in die Side Control. Kann er die Half Guard nutzen? Er hat einen Arm. Was kann er jetzt draus machen? Starker Punch zum Kopf. So arbeitet man von unten. Ja, knallharte Ellbogen von Kraus. Schöner Sweep. Wer ist er jetzt in der Halfguard? Ja, ja, da erwischt er ihn am Kopf. Großartig gemacht, dieser Sweep. Er geht zurück in die Side Control. Gute Arbeit in der Side Control. Schöne Bewegungen auf dem Boden. Ja, und er schafft es. Er schafft es erneut, wieder hochzukommen. Er geht in den Sprawl und vermeidet so den Takedown. Und damit ist die erste Runde beendet. Einfach ein großartiger Strike. Sehr schöner Kopfkick. Exzellenter Körpertreffer. Let's shake it off. We need to do exactly what we did in the gym. I want you to keep your hands up, keep moving your head, keep moving your feet, cut those angles, and let's change it. Ah, Brittany Palmer ist auch hier. Und das ist doch ein Grund zur Freude. Es geht weiter. Runde 2. Ja, schön abgewehrt. Sehr guter Punch. Von Kraus. Mann, was für ein Rechter. Oh, oh, oh. Den Haken spürt er. Gute Gerade. Oh ja, guter Treffer. Gute Linke, aber daneben. Hervorragende Kombination. Ah, schöner Block. Er bekommt ihn nicht auf den Boden. Oh, Roundhouse-Kick zum Körper. Gut gemacht. Bei dem Haken hat leider die Präzision gefehlt. Ah, oh, guter Kick zum Körper.
Ja, jetzt kämpft er in der Rechtsauslage. Sehr schöner Kick zum Bein. Fast schon eine Einladung für diesen Punch zum Körper. Da muss er besser zumachen. Klasse, dieser Punch von Kraus. Er schafft den Single-Leg-Takedown. Toller Punch, da ist der Treffer. Ja, er geht in die Zeit-Control. Bewegt sich hier gut auf dem Boden. Und sie gehen wieder in den Clinch. Er hat ihn im Double Underhook. Mal sehen, wer von ihnen sich jetzt in die bessere Position bringt. Und da verpasst er ihm einen Haken. Guter Kniestoß zum Bein. Ja, er vermeidet den Takedown. Jetzt nimmt er ihn in den Taipan. Bringt er ihn schön zu Fall. Er geht zum Over-Under über. Kraus kämpft sich in den Double-Underhook. Gezielter Haken im Clinch. Und da ist der nächste Takedown. Wir sind jetzt bei Halbzeit dieses Kampfes. Und da ist er wieder in der Vollgas. Gut nach oben gekommen und ein starker Kopftreffer von Kraus. Oh, gefährliche Linke, knapp daneben. Sehr guter Jab. Ja, die Linke verfehlt ihr Ziel. Starker Single Leg Takedown. Jetzt richtet er sich auf. Klasse Kopftreffer, super von unten gearbeitet. Jetzt hat er die Kontrolle. Der Kimura sitzt, jetzt muss er seinen Arm so weit wie möglich vom Körper wegdrücken. Er übt jetzt enormen Druck auf die Schulter aus. Wahnsinn, was für eine Submission. Perfekt gemacht. Das hat er heute Abend fantastisch gemacht. Er hat die Submission hervorragend angesetzt und sie dann blitzsauber zu Ende gebracht. Schauen wir uns die Wiederholung an. Er kann sich hier wirklich freuen. Schöner Kampf, schöne Leistung und vor allem ein toller Sieg nach dieser Submission zum Schluss. Jetzt hören wir Bruce Buffer mit der offiziellen Entscheidung. Ladies and gentlemen, Referee Mario Yamasaki has called a stop to this contest at 3 minutes, 53 seconds of round number 2. For the winner by submission, Pascal Panzer! Und hier ist er, der Sieger durch Submission. I'm gone.